Ein gelernter Tischler, der Comedy über das Thema Heimwerken macht. Das ist Freddy Yerkal, der mit seinem neuen Kabarettprogramm im Volkshaus Himberg gastierte. Sein Bühnenoutfit ist die blaue Latzhose, sein Schmäh ist bodenständig. Der Kabarettist Freddy Yerkal greift seine Themen aus dem eigenen Leben auf. Wie man an den Reaktionen des Himberger Publikums unschwer erkennen kann, findet es sich in den Anekdoten wieder. Vor drei Jahren ist noch was passiert, ja. Haben wir gerade eine neue Eingangstür, ja? Eine eigene. Wir sagen in Weichel Auerchen. Und wenn die Firma schon kommt, soll sie es machen. Nicht? Die den Stierstück schon eingepasst, ne? Schön Puscher gemacht. Spritz? Nicht Puscher, wie heißt der? Bio, genau. Der Puscher ist ein Unterhosen, das heißt. Ja, genau. Schön verkeilt. Hab gesagt, der Irrgard, das will ich jetzt ein bisschen trinken. Wir kommen am Nachmittag die Tür dann einpassen, wenn Leute auch immer kommen. Ich muss eben nur so Katzenklappe ausschneiden. Du, am Nachmittag? Nicht am Ostmangel kommen. Nicht am Zollstock. Gib mir einen Zollstock. In Zollstock, das genau, das lernt man da gerade schön. Die Tiere ausschneiden müssen, ja, 2 Meter 2,2. Aber das der hat noch 2 Meter. Aber dann schon her, dann ist genau 2,2 cm schön. Ja, schon. Praktisch auch hier, angehalten, ne? Praktisch um einen Darm herum, ja, dann dazu. Strichel gemacht, aus der anderen Seite an. Zack, zack, Strichel, Arissal, abgeschnitten. Wo werde ich sehen, dass ein Kind noch nicht offen war? Was ist das Schwierigste am Heimwerker-Dasein? Das Schwierigste am Heimwerker-Dasein, was ist das? Dass man das alles einhört, was die Frau auf die To-Do-Liste schreibt. Mhm. Ja, und dass das immer jeden Tag abgekackelt wird und abgestrichen wird und dass man ja nachkommt mit den Heimwerken, genau. Sind das nicht viel mehr die fehlenden Teile in den Schraubenpackungen? Ah, gut recherchiert. Auch, ja. Also ich habe jetzt von Ikea, glaube ich, 20 Kästen schon zusammengeschafft und ich habe, glaube ich, 500 gleiche Inbusschlüsseln, ja. Die bleiben immer über und Schrauben. Sie ja. Sind zwar gelernter Tischler, aber die ja. Heimwerkerei, die muss nicht sein. Ja, so ein bisschen, aber wenn sie überhand nimmt und die Liste wird immer länger, weißt du. Und umso mehr, dass wir Arbeiter haben, umso mehr will dann die Frau, ja. Und, ah, das geht eh so schnell, dann machen wir das, dann gehen wir das und dann irgendwann ist der Terminkalender voll. Es ist so wie bei allen anderen Dingen. Also meistens haben die Männer zwar die Hose an, nur sieht man es nicht, weil die Küchenschürze drüber hängt. Und genauso ist halt auch hier. Also wir werden von den Frauen sehr angehalten. Aber ich denke mal, wir machen es dann auch gerne, weil wir wissen, was wir an den Frauen auch haben. Werden Sie auch als Heimwerker angetrieben? Naja, in früherer Zeit schon. Jetzt bin ich schon ein bisschen gesetzter und heute ist schon schwieriger, wenn ich was angreife, sagt die Frau schon, lass lieber stehen. Wir machen der was versteht. Schatzi, mach dir, was für mich wichtig ist, ne? Weißt du, was heißt ORF, ne? Das ist der Schrankfunk. Ja, ist der Maßenbruch. Was heißt ZDF, ne? Zweites deutsches Fernsehen. Was da geht. Was heißt UHR, ne? Das weiß ich nicht. Der UHR, also UHR.